Mein Name ist Nils Küpper und ich bin Geschäftsführer der Kemner Home Company in Bad Bederkesa. Wir sind ein mittelständisches Möbelhaus mit normalerweise 5000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Aber die Zeiten sind ja im Moment nicht normal, sodass wir die letzten 5 Wochen haben schließen müssen und jetzt die Perspektive bekommen haben, am Montag zumindest wieder auf einer Teilfläche von bis zu 800 Quadratmetern zu öffnen. Das werden wir auch tun. Wir werden das in 2 unterschiedliche Bereiche einteilen, die wir zeitversetzt täglich öffnen. Montags, mittwochs und freitags werden wir unser Küchenstudio auf einer Fläche von knapp 800 Quadratmetern öffnen und an Dienstag, Donnerstag und Samstag eine Möbelfläche, die wir auf 800 Quadratmeter reduziert haben. Natürlich haben wir uns intensiv Gedanken darüber gemacht, wie wir den bestmöglichen Gesundheitsschutz sowohl für unsere Mitarbeiter als auch für die Kunden in dieser Zeit sicherstellen können. Deshalb ist jeder Mitarbeiter bei uns mit einem Mund-Nasen-Schutz ausgestattet. Es steht ausreichend Desinfektionsmittel bereit. Wir kontrollieren die Zahl der Gesamtbesucher, die sich auf der Fläche befinden. Und jeder Beraterplatz ist mit Acrylglaswänden für den Spuckschutz ausgestattet, um dort auch eine physische Barriere zu schaffen. Darüber hinaus schulen wir unsere Mitarbeiter ganz intensiv und weisen auch die Kunden sehr intensiv dann ab Montag auf die gängigen Verhaltens- und Hygieneregeln hin. Das Wichtigste dabei ist nun mal das Thema Abstand halten. Wir probieren im Moment noch für unsere Kunden Einweg- und Nasenschutz zu besorgen, den sie dann auch bei uns erhalten können, wenn sie zu uns einkaufen. Das ist in der Verfügbarkeit im Moment noch etwas schwierig. Wir hoffen, dass wir da nächste Woche was Neues wissen. Und so gehen wir zumindest die nächsten 2 Wochen auf dieser kleineren Teilfläche an. Uns war es aber wichtig, wieder für unsere Kunden da zu sein, auch wenn es nur eine kleine Fläche ist, dass wir voll wieder in der Beratung im Küchen- und im Möbelbereich einsteigen können.